Ganz neue Meldung hier auf recenter.com. Der Ostblock lässt Griechenland im Stich. Holla die Waldfee. Was haben die Alternativen nicht von den Dächern geschrien? Der Ostblock wird einspringen. Wunderbar. Putin wird Milliarden bringen. Und Griechenland wird wieder aufblühen. Und weitere Ostblockländer werden hier Griechenland helfen und so. Und das wäre doch ein Paradebeispiel. Andere Länder sollten dann es den Griechen nachtun und sich dem Ostblock zuwenden. Und jetzt haben wir das hier. Der Ostblock lässt Griechenland voll im Stich. Tsipras telefonierte am Morgen nach dem gewonnenen Referendum zwar mit Russlands Staatschef Putin. Er erhielt herzliche Glückwünsche, aber keinen einzigen müden Rubel an dringend benötigten Krediten. Was wenig überrascht, denn Russland hat nichts mehr und die EU ist immer noch ein wichtiger Handelspartner für Moskau. Auch wichtige Währungsreserven Moskaus sind im Euro. Die Gouverneurin der russischen Zentralbank Elvira Nabiulina warnte im Juni, dass eine Zahlungsunfähigkeit Griechenlands, der jetzt eingetreten ist, an der Default, negative Auswirkungen auf Russland haben werde. Sie sagte, wir betrachten, glaube ich, ein CNBC-Interview, wir betrachten dieses Szenario als eines von mehreren Risiken, die die Turbulenzen auf den Finanzmärkten Europas erhöhen würden. Man darf nicht vergessen, dass die Europäische Union einer der wichtigsten Handelspartner oder wichtigsten Handelspartner Russlands ist und wir machen uns definitiv Sorgen. Es gab während dem St. Petersburg Economic Forum zwar eine vollmundige Ankündigung, Abmachung über ein Pipeline-Geschäft mit den Griechen, allerdings ist das zunächst nicht mehr als hohle Worte. Es ist zweifelhaft, dass dieses Pipeline-Geschäft tatsächlich überhaupt zustande kommt, wirklich realisiert wird. Das ist keinesfalls ein fester Plan. Wenn die Europäer außerdem immer weniger Russengas kaufen, dann lohnen sich diese Pipelines erst recht nicht mehr. Dann, Russland bot den Griechen an, Mitglied in der BRICS-Bank zu werden, eine Konkurrenz zu westlichen globalen Geldinstitutionen. Mit einem spärlichen Volumen würde ein Zwergenstaat wie Griechenland allerdings nur Krümel abbekommen, vor allem weil Athen später auch zu den BRICS-Geldgebern wohl Nein sagen und die Kredite nicht zurückzahlen würde. Alternativ schlugen die Russen auch vor, Assets der Griechen wie Häfen zu kaufen. Sehr großzügig, natürlich zu Billigpreisen. Also das, meine Damen und Herren, ist die Hilfe Russlands, ist die Hilfe vom großen, tollen Führer Putin, von der Lichtgestalt, dem Unzerstörbaren, dem Großartigen, dem Wahrhaften, dem von Gott Gesandten, Wladimir Putin. Er lässt die Griechen voll im Stich. Kann man hier natürlich sich vorstellen, wie schnell die Russen auch alle anderen im Stich lassen würden.